Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier bei Serpentisodie. Wir fahren jetzt zum einen Händler und verkaufen unser Inventar. Heute ist noch Blutmond. Das werden wir jetzt aber nicht schaffen in der heutigen Folge. Das werden wir in der nächsten machen. Wahrscheinlich. Zeitmäßig sicherlich. Wir fahren jetzt hin zum Händler verkaufen, ein ganzes Klumpenzeug wir haben. Viele Baupläne, die wir schon kennen. Und dann sehen wir weiter. Ein paar Sachen, wenn wir noch reparieren wollen, müssen am wollen müssen. Unser Basisprinzip, ne? Hoffe sonst ansonsten, dass wir gut gerüstet sind. Was ist los heute mit mir? Wir brauchen noch einiges. Aber gut. Erkunden geht heute nicht, wir müssen was bauen, also irgendwas fehlt garantiert. Also Strom habe ich schon fertig, vorne habe ich noch keinen Strom, müsste ich eigentlich komplett umbauen, ne? Also das so wie jetzt ist ungünstig, also viel durcheinander, aber es funktioniert zurzeit. Darum lasse ich mir heute noch so stehen und dann morgen bzw. nach dem Blutmond oder mal ummogeln, ne? Also umändern. Wenn es machbar ist, garantiert ist es machbar. Wir lassen uns näher beim. Wenn es auf hart kommt, dann versagt, ne? Das ist ungünstig, ne? Wir wollen noch schauen, ob wir irgendwas finden. Mobil ist leer, ich gehe jetzt mal im Händler rein. Bin voll beladen, ne? Also ich habe mal alles mitgenommen, was ich kriegen konnte. Vielleicht hat er mir was für mich, ne? Also angefangen von Wissen. Wissen ist mir ganz sehr wichtig. Baupläne, ne? Die ich noch nicht kenne. Wäre schön. Wie der hier so überleben kann, weiß ich auch nicht. Einfaches Holz. Wenn hier Feuer kommt. Ja, das Buch in deinem Zimmer. Thank you, Survivor. My family and I are in your debt. Here is your reward. So. Irgendwas war gerade gewesen. Okay. Ich wollte verkaufen und zwar das Zeug. Dann wollte ich verkaufen das Gewehr. Weil ich schon kenne alles, ne? Ab und zu mal kommt es auch vor, dass er das nicht haben will, ne? Aber das hat alles genommen. Mischer auch. Hier von Steak, gegrilltes Fleisch. Bauplan für so eine Armbrust. Wir müssen ein bisschen zu Geld kommen, ne? Wir müssen hier alles verkaufen, wir müssen aufpassen, damit nicht, also hier Silber. Das war nicht schlecht und schön XP. Hab mich gefreut. So viel Geld und XP kriegen wir, das ist gut. Können wir gebrauchen, so also mit 10.000, mal gucken, was er hat. Und zwar einmal Tagebuchjäger, das ist schon mal gut, kennen wir nicht. Kaufen. Pappgarn 3. Bauplan Eisen, Vorteil, ne? Brauchen wir nicht unbedingt. Ansonsten haben wir nicht viel, was wir so gebrauchen könnten, ne? Lammration. Schießpulver, das brauchen wir also nicht. Wir haben alles vorhanden. Also Jagdmeister auch nicht. So ein Helm wäre nicht schlecht, aber gut. Habe ich, glaube ich. Schaufel, Honig, Ei.
Das kommt die Sachen, die ich verkauft habe. Schießpulver, Kleber. Der Kleber können wir herstellen, ne? Blei haben wir locker da. Betonmischung haben wir auch da. Silberklumpen, ja. Habe ich gerade verkauft. So. Das haben wir an Werkzeug und Waffen da. Jagdgewehr, gut, das habe ich gerade verkauft. Machete brauche ich nicht. Pistole habe ich eine bessere. Schlagring haben wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Jagdmesser haben wir einen 6er, ne? Wenn ich alles täuscht. Ja. Und reparieren. Panzerreiche Munition zum Essen. Naja. Tee ist das kleine Problem. Eine Schmiede, eine Kerze, Spind. Munitionskasten, ich weiß nicht genau, was man machen soll. Waschbecken ist ja auch nur Deko, ne? Oh, ja. Kopftuch. Auch im Prinzip, was ich benutzen kann, ne? Eine Eisenschaufel ist ja. Amos halt nicht da, ne? Oder doch. Antibiotika, Glas Honig. Also. Hast nichts für mich. Thank you, Survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Ja, und ich such mal, das machen wir nicht, ne? Wir klauen hier nicht, sind ehrliche Leute. Gut, das wäre das. So, haben wir Zeit? Haben wir gut. Könnten wir benutzen, ne? Aber wie gesagt, wir haben was gekauft. Ja, diese Verschleierung hier, das hier so ist, hier ist mit neuem Monitor überhaupt nicht Geschichte. Aber das dauert noch ein bisschen. So, wir fahren zurück. Ein Nest? Sei ja wegen Eier, will ich keine kaufen. Leer. Tja, wir fahren uns zurück und dann werden wir mal schauen, was wir machen können, ne? Ne, da habe ich keine Lust zu. Tschüss. Die müssen anders tun, ne? Als hier. Würde ja gerne helfen. Flieger kommt auch noch. Wäre eine Option, ne? Wir haben ein bisschen Zeit, ne? Viel bauen können wir eh nicht. Na, hier sind die. Oh! Beute. Weil die brauchen Beute. Das hat sie angeboten, weil die brauchten was. Bin ich ganz ehrlich. Für heutige Nacht ist ganz gut, wenn wir was beißen haben, ne? Frisch gegrillt, am Spieß. So. Das war so verlockend, ne? Ja, es ist 12:19 Uhr. Das heißt, heute werden wir so lange spielen, bis die Blutnacht kurz davor beginnt. Moment, mit Beginn der Blutnacht starte ich eine neue Folge. Dann können wir
voll. Entschuldigung. Voll erleben, wie es geht, ne? Oder auch nicht. Da muss ich noch ein paar Fallen aufstellen. Außerhalb. Beziehungsweise hier reparieren, ne? Ich schau mal, ob ich einiges noch ein paar einschmelzen kann an Eisen. Dann können wir mal reparieren. Hier sollten wir eigentlich sicher sein normalerweise, schätze ich mal. Hier könnte man aufwerten, ne? Also hier unten, das könnte man aufwerten. Brauchen wir unseren Beton, dann werten wir um die Reihe auf. So. Was haben wir noch an Eisen? So, mal gucken mal. 20, das nehmen wir gleich mit. Dann schauen wir nach Brette. Aber nicht hier. Brette. Schmutziges Wasser, noch Gold oben. Können wir aufheizen, ne? Wir haben viel Klumpenzeug da. So, da haben wir noch Messer kaufen. Aber gut, da müssen wir heute nicht mehr fahren. Da haben wir einen Helm, ne? Ein Dreier, der hat einen Zweier da ankriegen können. Kampfanzug, muss ich vielleicht mal ein Messer gefunden. Kampfanzug ist nicht besser. Das weiß nicht genau, wozu gut ist. Vielleicht können wir es gebrauchen. Blei zum Einschmelzen, Nägel, Einschmelzen, Munition. Packen wir mal rein. Bretter haben wir keine gehabt. Okay. Dann haben wir die hier schon hier. Nein, aber nicht. Aber wir haben hier Hammer und Leder. Bretter, 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 nicht. Wir haben Besuch. Das heißt, ich weiß nicht genau wo. Wie gesagt, hier ist ja so ein Punkt, da werden sie gerade reinspringen, aber das ist ja auch gewollt, ne? Anführungszeichen. Das ist ja gewollt, dass sie im Prinzip hier reingehen und den Bereich dann hochkommen, ne? Aber gut, da mal schauen. Müsste ich noch welche haben, ne? Ohne Fallen. So, Munition nehmen wir schon mal rein. Ich dachte, wir näher beim Gefecht suchen müssen, ne? Pistolen haben wir reichlich, also unsere Magnum-Pistole, also dann Maschinengewehr, einfach Pistole, Holz. Dann schauen wir mal, was wir noch herstellen können. Und zwar
Ich habe Holz gesucht. Wieder ablenken lassen hier. So. Nebenbei gucken, ob wir eine Munition zusammensuchen. Das ist alles kein Thema. Magnum. Legen wir zu, die brauchen wir nicht. Latten haben wir sozusagen, aber. Doch garantiert die Pistole. So, Beton. Das geht auch zur Not aus Holz. Okay, Eisendeckel haben wir da. Okay. Das haben wir auch da. 1000. Oh, Beton haben wir jetzt auch 1000 da. 2000. Gut. Nochmal 70 Schuss. Das ist gut. Mal gucken wegen Eisen und Messing. Da haben wir kein Messing drin, aber Eisen dann haben wir. Wegen Aufwerten. Da muss man meine Sachen sortieren, und zwar was ich jetzt da ist das zu reparieren. Bauen draußen. Ah, hier ist er. Wollte sagen. Gut, Pistole für mir, Holz für mir ist keins. Aber hier haben wir Eisen. Und nochmal Eisen. Und Stahl. Hier haben wir zum Beispiel kein Metall drin. Also nichts dergleichen, was wir brauchen könnten. Kein Messing. Kein. Das haben wir auch nichts. Da haben wir drüber was einschmelzen, und zwar. Wir haben. Eisen dann, okay. Eisen haben wir da. Können wir aufheizen, ne? Zur Not. Und gut, ich schmelze mal ein. Also wir haben jetzt keine Munition da. Das heißt, wenn wir zurückstellen, aufnehmen, sonst ist es nicht gleich wieder weg. Gut, das kann auch rein. Dann auch gleich einen Braten machen. Fett. Dann werden wir rauchen. Machen wir Braten. Oh, gut, da wird der gute Lehrer nicht. Bär. Ein Bär töten, ne? So. Wir müssen sehen, dass wir was beißen kriegen. Geschnitztes Fleisch, was braucht dafür? Und zwar gekochtes Fleisch. Können wir auch machen, ne? Dann wären wir. Erstmal haben wir eigentlich genug da. Maismehl. Machen wir daraus Maisbrot.
Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir schmutziges Wasser haben. Haben wir auch noch garantiert irgendwo. Gab sogar nach vorne gesehen. Da haben wir Holz. Magnum. Hab, wir haben genug da. So, kommen wir zurück. Schmutzig Wasser haben wir jetzt hier nicht. Das war aber nebenan gewesen. Schmutziges Wasser. Ich hab viel Krimskrams. Bier. Das brauchen wir auch. So, hier können wir kein Wasser. Aber das macht nichts. Irgendwo habe ich was und das ist jetzt immer entscheidend. So. Stärken. Wir brauchen ein bisschen Stärkung. Wir haben nämlich Gesundheit. Aufwerten. Benutzen. Dass wir uns hier auffrischen können auf die 156. Gut. Dann werden wir hier ein bisschen was reinlegen. Was wir so nicht brauchen, das ist Knochen. Munition schon. Das nehmen wir auch. Da werden wir gleich was herstellen. Und zwar das kann ruhig ein bisschen dauern. Dann werden wir das mal schon mal anbauen draußen, ne? Das machen wir später. Wollt mal gucken hier, ob wir was Besserung haben, ne? Ob das was eine schwere Rüstung plus 2. Ja, Haltbarkeit. Verändern. Abschließen. Verändern. Die passen 2 rein. Ja, gut. Irgendwo war gewesen, was man machen wollte. Okay, ja. Nicht so wichtig. Weghauen, räumen erstmal, ne? Messer, Mann. Brauchen immer was im Reparieren. Das können wir wegräumen. Den Platz können wir uns sparen. Das werden wir brauchen. Und das werden wir draußen mal jetzt aufbauen, ne? Dazu gehen wir raus. Draußen war ja eine Stelle ein bisschen sehr beschädigt war. Und das werden wir jetzt mal reparieren. So, dann gehen wir auf 4.
Wäre nämlich äußerst blöd, wenn sie hier mir das einrennen würden. Ja gut, dann machen wir das hier mal durch, ne? Muss ich hier reinspringen? Wollte ich nicht. Ja. Weil ich befürchte, die springen hier rein, die Zombies. Ist ja die Logik dabei. Und machen gleich die kaputt. Ich meine, das lässt sich sowieso nicht verhindern. Ja, da komme ich nur am besten raus. schöne Sackgasse. So. Ich habe kein Holz dabei, ne? Das ist typisch. Gut. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir rum und bauen die anderen Dinger fertig. Oh, hier ist auch weg. Gut, die ich immer klappern höre, das sind ja diejenigen, die immer kaputt machen hier. Dann versuchen die immer hier irgendwo reinzukommen. Was den Vorteil hat, dass ich meine Ruhe habe, ne? Also eine ganze Weile. Hier das Vogelnest. Ja, hier vorne war ja die Grube, wo sie eingestiegen sind, ne? Und ich wusste nicht, woher die Geräusche kommen. Da sitzt die Olle mittendrin im Loch. Und dann noch die Schreierin, ne? Meine Sorge, dass plötzlich auftauchen und mir erschrecke. Was ich nicht verstehe, ist, dass die das immer so kaputt kriegen. Doch, richtig hartes Eisen. Gar nicht, ey. Oh.
Die musst du jeden Tag reparieren. Schön, Kerl. So, da noch ein bisschen. Hier noch einmal. Ist egal. Dann wäre das hier auch wieder so hergerichtet, wie es mal war. Klingt verrückt, aber die Maus an den Schwachstelle, ne? Mal wiederum, die sollen ja in den Graben rein, ne? Und dann sollen die vom Graben aus nach oben gehen, ne? Also das ist ja im Prinzip ein bisschen auch gewollt. Aber nach Möglichkeit sollen möglichst viele hier an diesen Dingern zugrunde gehen, weil ich schaffe die am Ende sowieso nicht alle zu erschießen. Das ist ja das Problem. Meine Turrets, die schießen zwar gut, aber leider nicht zu viel, ne? Nur eine. Wenn die alle da schießen würden, wo ich nicht bin, dann wäre schon viel gewonnen. So. Gut, alle. So. Das wird das. Das wird der erste Schritt. Haben wir noch eine Axt bei uns? Ja. Brauchen wir noch einen Baum. Beziehungsweise mehrere Bäume. Ich habe schon ein bisschen Bums in den Armen, ne? Schönes Haus! Ja, so schnell. Nebel. Überladen, das ist gut. Muss repariert werden. Tierisch gut. Ach, Hirsch töten, ja gut. Hase töten, schon. Wildschwein, Bär. Ja, Huhn auch schon gesehen, ja, in der Wüste. Das werden wir auch noch machen müssen. Reparaturkits kaufen. Weil wir bauen. Als Kleber haben wir da Klebeband, Eisenbahn, Tee kochen,
Wir müssen nämlich dringend was erledigen. Wir müssen die ganzen Geräte und Waffen reparieren. Ein bisschen Tee. Baumwolle zum Beispiel hier. So, gehen wir nochmal zurück. Das ist ja nicht zurück, das ist eher in die andere Richtung. Aber doch, ist zurück. Voll Alarm hier, ne? So. Zurück zur Basis und dann mal sehen, dass wir uns auspacken. Alles, das eine oder andere nochmal aufwerten. Arizona. Ja. Da, in die Richtung. So, mal ganz kurz die Beton aufwerten noch. Und zwar Waffen bleiben schön am Anschlag hier. Na gut. Dann brennt noch selber schlagen hier. Wow. Gefährlich. Oh. Das war nicht so absichtlich. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Doch länger, wie ich dachte. Bis zum Blutmond dauert noch ein bisschen. Das ist mal tschüss und ich winke. Ciao, ciao. Zum Blutmond hole ich euch ab. Dann geht's weiter hier. Tschüss.